Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt's mal etwas, was noch nie so auf meinem Kanal gab. Und zwar werden wir heute die Dreier-Challenge machen. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was die Dreier-Challenge ist. Würde ich mich auch fragen, ganz ehrlich, ne? Aber kein Problem, ich erkläre es euch kurz. Und zwar habe ich euch ja neulich ein paar Schwerter vorgestellt. Und heute werden wir drei davon testen. Also einmal habe ich hier so einen Kukri. Dann habe ich hier dieses rote Fantasy-Schwert. Und das dritte ist diese Machete oder Schwertmachete, wie auch immer. Wir sind heute insgesamt zu dritt. Und jeder wird ein Schwert bekommen. Welches Schwert wer bekommt, werden wir gleich auslosen. Und wenn ich dann zum Beispiel die Machete ziehe, werde ich das ganze Video lang mit der Machete Sachen durchschneiden. Und Aimee dann beispielsweise mit dem Fantasy. Schwert. Und so werden wir dann halt vergleichen, welches Schwert am besten ist. Also wir werden immer dasselbe durchschneiden. Mitmachen wird meine Freundin Aimee, die gerade hinter der Kamera steht. Ich natürlich. Und dann habe ich heute noch einen speziellen Ehrengast am Start. Den werden wir gleich gemeinsam begrüßen. Aber erstmal, Freunde, wollt ihr sowas in der Art nochmal sehen? Dann lasst mal gerne einen Daumen hoch da. Und ansonsten, falls ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Hier gibt es die besten Experimente. Und dann verpasst ihr keine Videos mehr. Oh Mann, wo bleibt der denn? Der neue Ehrengast lässt sich auf jeden Fall schön Zeit. Ihr könnt ja währenddessen mal raten, wer es sein wird, aber ihr könnt es gar nicht erraten. Es ist einfach unmöglich, weil man ihn noch nie auf meinem Kanal sah. Begrüßen wir den neuen Ehrengast und zwar Zerberstus. Yo, was geht? Stell dich mal kurz vor. Hi, ich bin Zerberstus und ratet mal, was ich gut kann. Ja, ist unser neuer Ehrengast heute. Jetzt würde ich mal sagen, ich habe hier drei Lose. Da stehen jeweils die Schwerter drauf und Zerberstus darf als erstes ziehen. Hier. Und dann auf geht's. Ich kann es nicht lesen, Mann. Was ist da, Kuhn? Ich kann es echt nicht lesen. Hier, dein Schwert für heute. Oh, vielen Dank. Okay, Aimee, hier. Oh. Ups, ich meine hier. Machete. Hier, das ist dein Schwert. Danke. Ja, und für mich bleibt das rote Fantasy-Schwert übrig. Als allererstes fangen wir ganz leicht an mit drei Tüten Eistee. Die sollten ziemlich leicht zu zerschlagen sein. Und wir machen noch ganz schnell Schere, Stein, Papier. Wer anfängt zu schlagen? Schere, Stein, Papier. Bruh. Schere, Stein, Papier. Ja, ich schon mal nicht. Schere, Stein, Papier. Okay, ich fange an. 3, 2, 1. Oh. Das riecht lecker, da sogar schon die Biene drauf lust. Ansonsten durch alle drei durch. Hier steht der Deckel sogar. Wow, noch drauf. Das ist noch nie passiert. Echt krass. Also, meine Schlagkunst mit dem Fantasy-Schwert, kein Problem. Oh, verdammt, ich habe doch nur zwei durchgeschlagen. Ich habe mich schon so sehr gefreut. Verdammt. Jetzt bin ich dran und das ist mein erstes Mal. So. Ja, eine Packung, nicht ganz. Die zweite hier so leicht angeschnitten. Fürs erste Mal ganz okay. Zerberstus, willst du noch was sagen? Taten sprechen mehr als Worte. Wow, 1, 2 und den dritten hier auch noch fast durchgeschnitten. Da ging er hier rein in das Holz. Ich würde mal sagen, erste Runde mit dem Eistee geht eindeutig an Zerberstus mit dem Kukri. Auf jeden Fall nicht schlecht. In der zweiten Runde werden wir versuchen, diese zwei dicken 2 Liter Cola-Bomben zu zerstören. Oh, ich denke, das wird auch noch kein Problem sein. Und hier fange ich wieder an. Let's go. Wow.
Oh, das war kein Gegner für mich. Du bist dran, Aimee. Viel Erfolg. Danke. Das war so laut. Einfach geköpft. Oh, richtig guter Schlag, Schatz. Ja. Und jetzt ist Zerberstus dran. Jawohl, Mann. Das war wieder ein Megaknall. Schaut euch das mal an. Die ist heftig zerrissen und die andere ist auch zerberstet. Also ich würde sagen, die Runde geht an Aimee. Sie hat auf jeden Fall die Flaschen heftig geköpft und ich glaube, bei ihr hat es am lautesten geknallt. Geknallt. Jetzt kommt die Disziplin für geübte Schläger. 6 Wasserflaschen, da muss man schon gerade zuschlagen, also wird auf jeden Fall schwieriger. Mal sehen, wer das am besten schaffen wird. So, Saskia, jetzt bist du dran. Eins, zwei, drei, vier. 2 haben überlebt. Nur 4 Flaschen. Oh, das hätte ich aber besser gekonnt. Eins, zwei, drei. 3 haben überlebt. Oh, nicht schlecht für eine Frau. Einfach los, ne? Was haben wir denn hier? Die Flasche? Die schreit auf jeden Fall noch nach Hilfe, hat so eine kleine Schnittwunde. Ansonsten, 3 haben überlebt, 2 sind auf jeden Fall durchgeschlagen. Und hier die dritte, die ist auf jeden Fall auch durchgeschlagen, also auch 3 Flaschen. Ja, ich würde mal sagen, der Punkt geht an mich. Das bedeutet, es steht jetzt Gleichstand, jeder hat einen Punkt. Wir machen weiter mit der nächsten Disziplin und das ist Riesenmelonski durchschlagen. Schaut euch mal die Melone an, ey. Das ist doch gar keine Melone mehr, das ist eine Riesenbirne, oder? Oder was meint ihr? Oh, Riesenmelonski oder Riesenbirnski oder was du auch immer bist, ey. Jetzt gebe ich dir richtig hart. Oh. Ja. Ah. Ah. Hm. Bam. 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 Oh, ich glaube, Riesenmelonski hat das nicht überlebt. Sieht irgendwie komisch hier aus. 2. Riesenmelonski steht bereit für Aimee. Das wird scheppern. Was sagst du dazu? Ist einfach runtergefallen. War auf jeden Fall nicht schlecht. Okay. Und jetzt für Zerberstus. Er bekommt die schönste Riesenwassermelonski, die nicht aussieht wie eine Birne. Jawohl. Okay,
Sah auf jeden Fall wirklich sehr geschmeidig aus. Ich würde mal sagen, der Punkt geht an niemanden. Okay, ich würde mal sagen, der Punkt geht an niemanden, weil bei der Wassermelone das Beurteilungssystem ist zu kompliziert. Machen wir nun weiter mit dem Endgegner. Und zwar ist der Endgegner heute ein schönes 5 Liter Warsteiner Bierfass. Und wer das letzte Video mit den Bierfässern gesehen hat, der weiß, Bierfässer sind richtig schön stabil. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass das heute niemand durchschlagen will. Also komplett durchschlagen. Aber mal sehen. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das wird schon gut gehen. Schön ausholen. Wow, das hat auf jeden Fall heftig gespritzt und geschäumt. So mag ich das auf jeden Fall. Schauen wir uns das Bierfass mal an. Und oh, ein bisschen hat gefehlt. Ich denke, das geht auf jeden Fall noch besser. Nächstes Fass steht bereit. Bist du bereit? Ich habe ein bisschen Angst. Ich hatte auch Angst, aber einfach zuschlagen, kein Problem. Ja, ich auch. Wie es aussieht, ist das Bierfass einfach zu stabil für die Machete. Ah, ich probiere das jetzt noch einmal. Oh. Boah, ich muss sagen, also mit der Machete geht das schon viel, viel schwerer. Ich habe viel mehr Widerstand, aber das Ergebnis ist fast gleich. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen an der Technik. Okay, Zerberstos. Okay. Ja. Ich kann das auf meine Weise. Okay, es tut mir wirklich leid. Ich will es nicht. Aber es muss sein. Ja, okay, Freunde, das war die Dreier-Challenge. Ich würde mal sagen, Zerberstos hat die heute gewonnen, weil er heute der Ehrengast ist und... Krieg ich eine Ehrenurkunde? Ansonsten hoffe ich, ihr konntet gut erkennen, wieso die Schwerter im Einsatz sind. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ciao.